Ja, hallo, ich bin der Vari und ich sitze hier gerade vor einer Kamera, die mir von Campag zur Verfügung gestellt worden ist. Und zwar die Campag TC24. Eine Kamera in der Preisklasse von etwa 60 Euro. Zu der TC24 wird natürlich eine Speicherkarte und Gurt und die üblichen Wandhalterungen mitgeliefert. Die Kamera hat ein paar Aufnahmen hier gemacht, hing etwa eine Woche hier. Und das gucke ich mir mal an, wie die Aufnahmen aussehen. Die Kamera nimmt in AVI auf. Irgendwas fliegt vor der Kamera vorbei. Die Ausleuchtung ist okay. Ist nicht so übertrieben überbelichtet wie bei anderen Kameras. Ist eher diffus gehalten. Finde ich gut. Ein Hase. Der Ton ist auch sauber. Deshalb, da habe ich gar keine Ahnung, was das hier sein soll. In der Vergrößerung sieht man natürlich, dass es keine Spitzenkamera ist, aber so im Großen und Ganzen für 60 Euro ist das eine solide Kamera. Da sieht man es mal wieder, Campag kann auch für wenig Geld ganz einfache Kameras zusammenbauen, die gut funktionieren. Die Verarbeitung ist in Ordnung. Das, was ich so gesehen habe an Material, ist Standard. Ich halte nicht viel davon, wenn jemand sagt, hier hast du Einsteigerkamera und die Bildqualität ist so grottenschlecht, dass der Einsteiger sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Also mit der hier ist es in Ordnung. Da funktioniert es, da stimmt es. Und ich habe noch was vor. Und zwar möchte ich mal probieren, wo habe ich es? Ich habe mir bei Norma so ein kleines Wand-Solar-LED Norma GL. Hier steht sogar Norma drauf. Ich habe mir bei Norma so eine kleine Wandlampe gekauft. Hier ist ein Akku drin, eine Solarzelle und LEDs und ein Bewegungsmelder. Und die will ich jetzt hier einfach mal in der Nähe mit anbappen. Mal sehen, wie das aussieht, wie dann, wenn die Kamera auslöst, die Wildkamera mit dem zusätzlichen Licht, wie das dann wirkt. Vielleicht schaltet sie ja um auf Tagesaufnahme, weiß ich nicht genau. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Und sozusagen so ein kleiner Nebentest. Bin ich gespannt, was dabei dann rauskommt. Naja, geht. Knoten rein, fertig. Genau. Gucken wir mal, was die Wildkamera dazu dann sagt. Das war's von mir. Meine Videos kommen immer freitags um 12. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Vari.